So, jetzt will ich hier meine Cookie-Tools ein bisschen leveln und ein bisschen zeigen, was die so kann oder auch nicht kann. Dazu will ich sie erstmal aufleveln. Das machen folgend. Das machen wie folgt, so wollte ich das sagen. Primärtelemetrie einschalten. Und jetzt hier die Lichtpartikel durchballern. Ungefähr 18 oder auch 15, mal gucken. Ich weiß nicht, wie es bei legendären Waffen ist. Machen wir nur 15. So, ist jetzt schon fertig? Ne, noch nicht ganz. Okay, so, noch ein paar mehr. Machen wir 5. Ist doch 20 dann, ne? Habe ich mich verzählt? Macht nichts. Na, noch nicht ganz. Ich will die ganz fertig kriegen. Was soll das? Ganz schön teuer. Aber es muss sein. So, was haben wir denn hier? Reichweitenhandhabungsbonus bei geringer Gesundheit. So, ich lese erstmal die Perks vor. Also hier der einzelne Fokus bringt eh nicht viel, außer hier oben ein bisschen die Reichweite. Kann ich ja nochmal eben anmachen. Dann dreifach. Bei schnell aufeinanderfolgenden Präzisionstreffern wird ein Geschoss ins Magazin zurückgegeben. Dann fixer Zug. Diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden. Dann gezogener Lauf, erhöhte Reichweite, langsameres Nachladen. Ja gut, ich lasse das mal das erste drinne. Feuerball. Präzise Kills mit dieser Waffe lassen das Ziel explodieren und halt unterlegen. Diese Waffe erhält einen Reichweiten- und Handhabungsbonus bei geringer Gesundheit. Ich nehme mal explodieren. So sieht sie jetzt aus. Ich finde sehr geil. Das Design mag ich. Und ja, wenn wir jetzt mal anfangen, ein bisschen rumzuschießen. Ich bin jetzt hier wieder auf dem Mars. Das ist irgendwie, was auch nicht, meine schönste Test-Area für meine Waffen. Ich weiß auch nicht warum, aber passt einfach hier so. Wüste und sandig, ja geil. Ja, doch, macht schon Spaß. Ist nur im Fundieren dann, das ist natürlich ein weiteres Problem. Die ist nämlich leider auf 280, das heißt, das wird auch nicht noch teuer. Da haben wir es gehört, Munition ist zurückgekommen. Ja, geiles Ding. Design sieht auch richtig schick aus, finde ich. Hat richtig was Zukunftsmäßiges, so, ne? Also, schon richtig geil. Richtig schön mit Ablunden. Nur halt, das Infundieren nervt mich wieder ein bisschen. Autsch. So, sind hier noch irgendwo Gegner? Die Mitspieler haben hier schon alles weggeholt. Oh Mann, oh. Hier gibt's ja nichts mehr. Ich wollte noch ein bisschen schießen, Mensch. Ja, los, komm hier. Da kommen welche, ja, aber die werden mir gleich alle weggefischt hier von den anderen. Naja gut, Waffe finde ich sehr schön, wie gesagt, super geiles Ding. Mal gucken, wenn es imponiert ist, wie geil das dann wird und dann können wir richtig loslegen. PvE und PvP weiß ich noch nicht, muss ich da mal gucken, aber mir gefällt es, sieht designtechnisch sehr schön aus und ja, mehr wollte ich euch zeigen. So, danke fürs Zuschauen.